Plan E läuft bei uns. Wir haben ja in den letzten Videos schon ein bisschen angeteasert, wie sich die Grafschafter Volksbank mit diesem Thema beschäftigt. Und in den nächsten zwei Videos wollen wir ein bisschen drüber sprechen, vor allem für Interessierte, die selber einen Fuhrpark haben, überlegen, umzustellen, ja, was es da zu beachten gilt, an welchen Stellen wir gestolpert sind, wo wir uns viele Gedanken gemacht haben. Und da möchten wir ein bisschen was von unserem Erfahrungsschatz weitergeben. Der erste große Block ist, das Thema kulturell zu besetzen. Ja, man muss nicht erwarten, wenn man als Unternehmen so ein Thema wie E-Mobilität betritt, dass alle Mitarbeiter, auch alle Dienstwagenberechtigten gleich Hippe-Pura schreien. Es gibt viele Bedenken. Wie ist das mit der Reichweite? Wie ist das ökologisch? Was ist mit Kinderarbeit? Ist Wasserstoff nicht viel besser? Das sind die ganz normalen Widerstände, über die es zu reden gilt, wo es einen Konsens herzustellen gilt, wo man die Strategie, wenn man dann eine hat, erläutern muss, warum betritt man dieses Feld. Und ich glaube, man kann es mit gutem Gewissen betreten. Wir machen es aus Überzeugung und wir ordnen es in eine Gesamtstrategie ein. Wir beschäftigen uns mit den Themen Fortschrittlichkeit, Wahrnehmbarkeit, ganz stark mit dem Thema Nachhaltigkeit. Und wir haben für uns eine Entscheidung getroffen, dass es dort hervorragend zu positionieren ist. Und wie man so etwas macht, darüber würden wir gerne sprechen. Für den Erfolg in der Umsetzung unseres Konzeptes ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass der Mitarbeiter kommod und einfach laden kann. Dazu gehört, dass wir hier in der Bank eine umfangreiche Infrastruktur geschaffen haben, wo die Mitarbeiter relativ einfach und jederzeit ihre E-Mobilitätsfahrzeuge, ihre Elektrofahrzeuge und auch die Hybridfahrzeuge laden können. Entscheidend ist aber, dass zu Hause geladen werden kann. Und da haben wir ein intelligentes System entwickelt, dass die Mitarbeiter zu Hause von der Bank eine Wallbox gestellt bekommen. Sie haben den Anschluss selber zu organisieren, den Weg zur Wallbox. Den Rest stellen wir. Das ist eine faire Lastenverteilung. Haben über RFID-Karten ein charmantes System dahinter gelegt. Und das klappt richtig gut. Und auch da haben wir Know-how gewonnen, auch aus Fehlern, das wir gerne weitergeben können. Völlig verändert zum normalen Dienstwagen oder zum normalen Fuhrpark ist das Abrechnungssystem beim Laden, sprich Tanken. Wir tanken nicht mehr mit der Tankkarte eines Dienstleisters oder mit der Business-Kreditkarte. Hier wird ein komplett neues Zahlungsverkehrssystem installiert. Und das intelligent auf die Belange des Betriebs abzustellen, es dem Mitarbeiter einfach zu machen, mit der RFID-Karte zu Hause zu tanken, im Betrieb zu tanken, unterwegs zu tanken, nachher eine vernünftige Zuordnung zu haben. Wir wissen es aus den Schlagworten. Es gibt unterschiedliche Karten für unterschiedliche Ladesäulen. Und diesen Prozess intelligent zu gestalten, da ist viel Hirnschmalz reingeflossen. Auch dort haben wir einiges an Know-how angesammelt, was wir gerne weitergeben können. Das Lieblingsthema bei der Umsetzung für jeden Unternehmer ist die Bürokratie. Ich habe es mal selber versucht, den Zuschuss für mein Fahrzeug zu beantragen, den Zuschuss für die Wallbox zu beantragen. Das ist für keinen Unternehmer ein Lustthema, das ist in der Regel ein Frustthema. Und im Kontext der Themen, die wir heute besetzt haben, haben wir uns überlegt, Mensch, ich habe es mehrfach gesagt, wir können Know-how auch weitergeben. Wir machen uns Gedanken, wie wir das als Dienstleistung unseren Kunden und darüber hinaus anbieten können. Haben da auch ein Konzept, sind auch bereits im Testen. Schauen mal, ob wir wirklich einen Mehrwert generieren können. Ob es was wird, ob es der große Wurf wird, von dem wir hoffen. Das erzählen wir dann demnächst hier an dieser Stelle. Wir sind neugierig, wie unser eigener Weg in die Elektromobilität weitergeht. Sie merken, wir haben Lust am Teilen. Wenn Sie neugierig sind und Impulse für Ihr Unternehmen suchen, abonnieren Sie unseren Kanal. Bleiben Sie dran.